Das Gebiet ist gut überwacht. Ich muss aufpassen. Automatikgeschütze. Da muss ich jetzt hier hingucken. Ein Funkturm. Da muss ich hin. Noch irgendwas? Nö. Na, das klingt doch schon wieder nach einem richtig viel Spaß. Wenn ich den da hinten schon wieder sehe, ne? Ach, guck mal an. Das ist einer. Die sind ja schon Gold wert, ne? Kann man schon nicht anders sagen. Die habe ich hier in der Höhle schon ekelhaft gefunden. Weil die sich mega geil anpassen können. Und die du nie richtig so siehst. Die Frage ist, gehen die mega auf den Sack da oben? Wahrscheinlich, ne? Zusätzlich noch. Mach ich die jetzt von hier gleich platt? Erwischt. Vielleicht hätte ich da auch ein bisschen Durchschlagskraft investieren sollen. Den erwische ich natürlich von hier nicht, ne? Ah. Oh, Bro. Zeig den Kopf. Danke. Keine gute Schuhe. Oh. Da gucken wir uns nochmal um, ob wir hier noch nicht noch so ein Fieber übersehen haben. Ist da ein Typ dahinter? Da ist so ein Typ dahinter. Ja, den auszuschalten ist, glaube ich, eher unmöglich, bis gar nicht möglich. Ah. Der kommt nicht weiter rum, glaube ich. Nur noch deren Problem. Oh, okay, cool. Hat mich leicht geirrt. Bringt das was? Nö. Soll ich denn das machen? Ey, das... Die Heilung hätte ich vielleicht noch vorher nehmen können. Grüße.
Na, hör mal. Der hat keinen Bock, ne? Der will nicht kommen. Guck mal, den anderen habe ich von hier erschossen, von da drüben. Auch geil. Du stehst da und dann fällt dein Teammate einfach um. So. Kommt doch wieder einer von hinten, ne? Oh nein, komm mir bloß nicht hinterher. Oh. Schmeißt einer Dynamit. Oh, Scheiße! Nein! Was war denn das für eine Gott-Kombi, Alter? Ich gebe zu, ich bin ein bisschen im Arsch. Ich habe gar keinen Lebensbalken mehr. Ist einfach nicht mehr existent. Kann ich nicht mal benutzen. Jo, moin. Das war aber auch wirklich... DLC Resident Evil 4. Exakt. Jixi. Das ist das DLC. Separate Ways. Ach, ein grünes Kraut, na, das ist ja ein Zufall. Die Frage ist, ja, ist er da drin noch? Macht man ja auch nicht, ne? Man stellt doch nicht ein Explosive-Fass genau neben einen. So, jetzt können wir unten looten gehen. Da oben so ein Vieh? Tatsache, Alter. Steckt mit sich überall. Da liegt noch ein toter Körper, ne? Ja, krass. Soll ich denn... Mann, da hätte ich auch hochgekonnt. Gut zu wissen. So einen großen Mistkäfer brauchen wir noch. Die sind halt auch nicht klein, ne? Also... Obra-Schuss, danke. Siehst halt die Viecher ja nicht, ne? Also in der Höhle waren die halt schon echt extrem uncool. Ach, guck mal an. Nein!
Komm, gefällt, ja. Ist da echt einer nach der Explosion runter? Ah, jo. Nein, 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 nein. Warte kurz. Nein, 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 nein. Alles klar. Wer will denn da in den Nahkampf angehen? Ich gebe zu, das ging besser aus, als ich gedacht habe. Ich höre auch irgendwas krabbeln da. Nicht? Ich geh mal ein bisschen. Kommt mir ruhig hinterher. Idioten. Ah. Ich wollte gerade sagen, er zählt das nicht für das Geschütz oder was? Also wie kann man, wenn die so gehirnamputiert sind, dann frage ich mich natürlich, wer hat die Dinger aufgebaut, wenn die in ihre eigenen Geschütze reinlaufen? War schon geistig ein bisschen dünn, ne? Muss man halt auch schon mal sagen. Das hätten sie auch besser hingekriegt. So. So, jetzt darüber jetten oder wie? Na, guck mal da hinten. Ich sehe ihn halt dahinter stehen, aber ich werde ihn nicht treffen. Jetzt ist halt die Frage, muss ich jetzt wirklich darüber rennen? Ach, heute ist wirklich der Wurm drin. Okay. Kein guter Geschütz, Hubert auf jeden Fall. Und hier kann ich abhauen. Oh, guck mal, da sehe ich doch ein Fass. Was ich nicht treffen kann, obwohl ich sehe. Ach, come on. Oha, was ist denn hier los? Hätte aber auch böse aussehen können. Sind ja auch immer alle her. Ich verstehe das nicht.
Er war ein bisschen too late, ne? Für die ganze Nummer. Aber warum treffe ich... Soll ich das nicht treffen können? Alles sagen. Lass doch gehen. Gehen wir erstmal zurück zum Händler und geben den Scheiß ab. Wo ich das wieder vergesse. Du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gute Arbeit. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Direkt mal 11, ne? Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Geh sorgfältig damit um, okay? Jetzt können die sogar relativ krass auf den Wert hochpimpen, deine ne? Sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Weil, wenn man jetzt sagt, man kauft die Red 3 und startet schon mit 1,5, dann ist sie natürlich wieder weiter oben, aber ich mag halt, dass die 13 Schuss hat. Ich glaube, die Red hat nicht so viel gehabt. Hier, was ist eine 1,1 oder von 1,0 auf 1,1? Was ist das für eine Nachladegeschwindigkeit? Macht halt keinen Sinn. Ich könnte hier jetzt Angriffskraft noch hochpimpen. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. Aber selbst das ist halt... Hier, wie du es haben wolltest. Kann ich angenehme Reise? Bin jetzt mal gespannt, wie weit es hier auch noch geht. Wahrscheinlich bin ich in einer halben Stunde durch. So. Warum habe ich denn 11 Dinger? Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Okay, ich weiß wieder warum. Beim nächsten Mal. Weil es hier nichts gibt. 35 Minuten Verspätung. Es tut mir wirklich leid, dass mein Rechner schon wieder gedacht hat, er muss wieder irgendwelche Scheiße machen. Ich wollte ja auch einfach nur zocken, aber es war mir wieder nicht vergönnt. So, ich hatte, glaube ich, jetzt hier alles durch. Ich wollte jetzt einfach hier rüberlaufen, ne? Ja. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Also gehen wir jetzt hier hoch. Auf meinem Rücken. Werde ich jetzt nicht zitieren. Komm ich hier auch hoch? Nee. So, natürlich springt sie in diesen hochhackigen Schuhen von irgendwelchen Böschungen etc. pp. Auf zum Kontrollterminal. Wir haben schon wieder einen Schatz. Ach so. Strong Independent Woman. Gut, dass wir darüber geredet haben.